Morgen von meinem kleinen Gärtner. Es ist 17 Grad. Ich bin gerade dabei, eine tunesische Milchcreme zu machen. Und zwar ist es so ein Rezept, was ich unbedingt switchen will, weil die in Tunesien sehr, sehr viel Zucker reinmachen. Und in der Zwischenzeit beobachten wir diesen kleinen Stinker. Jetzt seht ihr mich auch mal. Ich hatte heute voll Lust auf dunkles Make-up irgendwie. Total im Herbstmond angekommen. Ich weiß nicht, wer von euch, vielleicht sind einige Zuschauer von euch Tunesier oder ihr kocht sehr gerne. Vielleicht kennt ihr auch das Rezept und zwar heißt es Belouza oder Bouza. In Tunesien macht man das mit gezuckerter Kondensmilch, gemahlenen Mandeln, Speisestärke. Ich habe mir die ganze Zeit überlegt, ich habe jetzt keine Kondensmilch da und ich habe jetzt auch nicht so viel gemahlene Mandeln, sondern ich habe ja von der Kure Drogerie Pistazienmus. In diesem Video findet eine Kooperation mit Kure Drogerie statt. Ich verwende das Pistazienmus von ihnen. Habe ich ja schon gesagt, dass ich jetzt keine Milch verwende. Dafür hatte ich zu Hause Cashew-Drink gefunden und Cashew-Milch. Jetzt müssen wir mal gucken, ob es damit klappt. Ich habe Speisestärke zu Hause gefunden, weil man das in Tunesien immer mit Speisestärke irgendwie macht, diese Milchcremes. Dann habe ich hier gemahlene Mandeln. In Tunesien nehmen die auch manchmal gemahlene Haselnüsse oder Sgugu. Ich weiß noch nicht, wie das deutsche Wort von Sgugu heißt. Ich glaube, das sind gemahlene Tannenzapfen irgendwie, Kerne. Dann habe ich hier das Pistazienmus, das ich verwenden werde, und Puderzucker. Ich gieße mir jetzt erstmal einen halben Liter Milch. Ihr könnt auch normale Milch verwenden. Wie schon gesagt, ich habe keine mehr zu Hause gehabt. Ich denke, es schmeckt auch sehr, sehr gut mit normaler Milch, normaler Kuhmilch, weil so kenne ich es eigentlich aus Tunesien. Und das geben wir jetzt hier einfach in den Topf. Das Pistazienmus gebe ich jetzt rein, 2 Esslöffel. Die Mandelcreme kriegt so eine schöne grüne Farbe. Ich nehme es jetzt, also ja, wir übertreiben ein bisschen. Nehmen wir 2 Esslöffel Mandeln. Ihr seht, ich mache es grob. Oh, ich glaube, der dritten Esslöffel verträgt schon. Weil dann ist es eine richtige Mandelcreme. Was habe ich gesagt? Ich nehme Speisestärke. Jetzt hatte ich vorhin gesagt, 2 gehäufte Esslöffel. Jetzt bin ich gespannt, ob das reicht. Also ich habe schon sehr großzügige Esslöffel. Also das sind meine Esslöffel. So. Was haben wir noch gesagt? Puderzucker. Also ich habe voll Angst, dass 75 ein bisschen zu viel ist. Dann glaube ich, mache ich jetzt erstmal 50 Gramm Puderzucker. Ich habe hier 50 Gramm Puderzucker, das kommt auch hier rein. Riecht aber schon richtig lecker. Das Ganze erhitze ich jetzt auf mittlere Stufe und wenn es dann anfängt zu köcheln, drehe ich den Herd ein bisschen weiter runter, weil es soll etwas länger kochen. So sieht die Creme aus. Jetzt fängt es an zu kochen, jetzt mache ich auf Stufe 4. Oh mein Gott, Leute, das ganze Haus riecht voll gut und ich weiß nicht, irgendwie verfälscht das Licht die Farbe. Es ist dunkelgrün geworden oder dunkleres Grün. Und ich habe mich entschieden, das doch nicht in Müsli-Schalen zu tun, weil es irgendwie so untypically Tunis ist. Deswegen habe ich so eine tunesische Schale bei mir zu Hause. Da tue ich es rein. Ich werde es garnieren mit Pistazienmus, Mandeln und Pinienkerne. Oh, ich bin so gespannt, Leute. Mein Gott, die Creme sieht so gut aus. Ich habe gerade eben den Topf leer gekratzt. Macht man eigentlich nicht. Ich glaube, die Frauen in Tunesien haben ein bisschen mehr Feingefühl. Ich bin gerade sehr stolz auf mich. Auch wenn wir noch ein bisschen am Dekorieren üben müssen. Aber es sieht so gut aus. Ich habe versucht zu dekorieren. Ja, aber wir werden das Ganze natürlich für den Blog etwas schöner gestalten. Aber ich bin voll stolz auf mich dafür, dass ich das Rezept so schnell erfunden habe und gemixt. Und das war ja jetzt nur ein Versuch. Aber ich bin gerade voll happy. Jetzt muss aber richtig kalt werden. Wie schon gesagt, ich habe diese Creme mit Pistazienmus gemacht von der Kure Drogerie. Ihr könnt es natürlich auch mit Haselnussmus machen oder Mandelmus oder Cashewmus. Gibt es ja alles. Auf jeden Fall irgendein Nussmus. Ich bin so gespannt, wie das Ganze später allen schmecken wird. Und falls ihr Sachen bestellen wollt, habe ich den Code für euch. Unser Essen ist angerichtet und call me best housewife and wife on earth. Ja, Chilis sind keine, fehlt leider nur etwas Mais, Falafel. Tut mir leid, bei diesem Vlog werdet ihr alle hungrig und das werden wir uns gleich gönnen. Oh, ist so richtig fest geworden, wie so ein Pudding. Ich glaube, ich ändere doch was an der Zuckermenge. Oh mein Gott, Leute. Das schmeckt wie leckere tunesische Bouza. Oh, hallo Kamera. Du stürzt schon wieder. Voll Lust drauf, weil ich in Zukunft mehr auch tunesische Rezepte machen möchte. Beziehungsweise tunesische Rezepte übersetzt hier nach Deutschland.
nicht zu scharf, zum Beispiel nicht zu süß. Hier steht zum Beispiel Tajin Malsuche, muss ich ehrlich sagen, habe ich noch nie gegessen. Habe ich richtig, richtig Bock drauf. In der Zwischenzeit war ein kleiner Cut, Videocut, weil ich gerade einfach voll den Hustenanfall hatte. Fangen wir nochmal von vorne an. Ich habe gesagt, ich muss ein paar neue Sachen bestellen bei der Coro Drogerie. Ich brauche Mandelmus. Das werde ich nämlich in den Warenkorb bei mir tun. Dann brauche ich noch... Ne, Bananenchips haben wir noch. Oh, ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nie Pekanussmus gegessen. Dann probiert gerne. Offiziell, du bist jetzt ruhig. Hessen braucht Urlaub. Da hat sie mir gesagt, ich muss einen geschäftlichen Anruf machen und ich frage den, warum mein Handy klingelt. Ich habe sie ja angerufen. Bei dir ist alles vorbei. Wir sind spontan rausgegangen. Uns ist zu Hause die Decke auf den Kopf geknallt. Heißem hat auch gesagt, er hat für heute genug gearbeitet und ich habe eh heute Morgen ein bisschen geschafft, aber es reicht, heute ist ja auch Freitag. Und es ist mega langweilig gewesen, weil das Wetter hat nicht so mitgespielt, für den Zoo war es zu spät. Einkaufen hatten wir auch irgendwie keine Lust, können wir auch morgen früh kurz machen. Das mache ich immer sehr gerne, weil ich ein Frühaufsteher bin und der Helfer und Mika dann meistens um 7.30 Uhr, 8 schlafen, bis der andere schon einkaufen bin zu Hause. Jetzt tanken wir jetzt erstmal das Auto, hat der Helfer gesagt, und dann fährt er einfach drauf los. Entweder machen wir eine große Cruising-Runde. Helfer will irgendwie nach Stuttgart. Nun frage ich mich, was soll ich in Stuttgart um 19 Uhr mitgehen? Egal, ich muss noch mit ihm diskutieren, weil er will unbedingt nach Stuttgart. Und ich habe zu ihm gesagt, wohin gehen wir dann, wenn das Kind schlafen muss? Aber hey, ist egal, der will einfach nur Auto fahren. Magst du auch irgendwie Auto fahren? Nein? Wir müssen uns was überlegen. Vielleicht hat der eine oder andere von euch einen Tipp für mich. Diese Maxi-Cosi-Sitze sind eigentlich nur bis 1,04 Meter. Mika ist schon 98 cm, das ist der höchste, das höchste Ding, wie ich die Kopfstütze stellen kann. Ich denke, bis zum Dezember haben wir den Meter irgendwas geschafft und er ist eigentlich körperlich von der Muskulatur zu klein für die normalen Kindersitze, wo man nur eine Anhöhe hat. Normalerweise müsste er, bis er 4 Jahre alt ist, da reinsitzen, er ist nur zu groß. Habt ihr große Kinder, habt ihr irgendeinen Tipp für mich? Wo ist der Papa? Was verschwunden? Ist der Papa verschwunden? Glaube ich nicht. Ist der Papa deine große Liebe? Weg. Sagt immer Papa große Liebe. Ah, da ist sie. Da ist er. Das kommt hier. Komm zurück. Michael, guck, komm zurück. Brezel bitte! Brezel bitte! Ja! Brezel? Natürlich! Natürlich! Ich mach dir erstmal kurz das Salz weg. Viele Mülle. Ja, ganz viel Salz ist drin. Ja, dann muss der Papa nochmal nachmachen. Hi, ihr Lieben. Wie man sieht, sind wir im Auto. Die Mama kriegt sich heute nicht aus dem Bett. Ich bin auch sehr, sehr müde. Nein, ich bin nicht schwanger. Jedes Mal sage, wenn ich nur sage, ich bin müde, heißt es, du bist schwanger. Nein, ich bin nicht schwanger. Wir sind gerade auf dem Weg ins Büro und nach Stuttgart, wo wir ja so ein kleines Lager haben, wo wir die Sachen schon mal zwischen rüberschieben können, damit wir dann später dann nicht länger als 10 Kilometer hin und her fahren müssen, was halt super ist, wenn man von Stadt zu Stadt umzieht. Und zwischen Karlsruhe und Stuttgart sind halt schon mehr als 80 Kilometer. Und der Michael liest gerade sein neues Buch, was sie mir vorne im Real gekauft haben. Und ich lese tatsächlich auch wieder Magazine. Und zwar wurden mir empfohlen... Mama! Ja, mein Schatz? Riesiger Walfisch. Es ist noch riesiger Wal. Riesiger Walfisch. Ist ein riesiger Walfisch. Wow. Und zwar wollte ich euch zeigen, habe ich vorhin im Real zwei Kochbücher gekauft. Und zwar mein Zaubertopf. Ich glaube, die haben auch einen Blog, weil ich habe ganz, ganz viele Rezepte von diesem Blog auch gemacht. Oh, guck, wie Wal schwimmt. Und Papa Wal schwimmt. Oh, der Papa Wal schwimmt auch. Und Baby wow. Und da habe ich mir noch dieses Buch hier gekauft. Auf Anraten von einer guten Freundin, weil sie sich jetzt das Kochbuch von der Manuela und Joelle Herzfeld irgendwie gekauft hat. Die haben auch irgendwie einen Blog, aber ich wollte es einfach mal als Zeitschrift in der Hand haben, damit ich das so für mich zu Hause auch nachkochen kann. Wir lesen in der Zwischenzeit Bücher. Der Papa kommt gleich. Wenn alles gut läuft, zeige ich euch schon mal das Büro, aber es ist halt noch nicht fertig. Wir haben noch kein Internet drin, die Wanddeko hält nicht. Wir wollten eigentlich ursprünglich heute zum IKEA fahren.
Aber wir wissen nicht, ob es klappt, weil es halt relativ spät ist. Wir haben den Vlog auch heute erst um 16 Uhr angefangen. Wie schon gesagt, man merkt mir an, ich bin müde, ich komme nicht aus dem Quick. Und deswegen würde ich sagen, ich höre jetzt einfach auf zu schwätzen und nehme euch einfach mit. Willkommen in meinem Büro. Ich wollte es euch mal kurz zeigen. Es ist halt noch voll, weil nicht so viel hier drin ist. Und es ist ein richtig kleines Büro. Also wenn es hochkommt, ist es so groß. Ein bisschen größer als meine Küche, aber das reicht uns, weil es in Stuttgart zentral liegt. Ich soll euch kurz das Büro zeigen. Oh. Jetzt. Es ist ein wunderschöner Altbau mit Stuck. Ich bin schier ausgerastet, als ich das Zimmer gesehen habe. Ich habe mich richtig gefreut. Ich habe gerade eben, haben wir die Kristalle hergebracht, weil ich ja immer so ein Mensch bin. Ich liebe Kristalle, ich brauche das. Haben wir einen Rosenquarz, einen Bergkristall und Amethysten. Die Pflanze haben wir vorhin gekauft, wie man im Preis sieht, 4,95. Waren wir ja heute Morgen im Baumarkt. Da hatte ich euch aber nicht mitgenommen. Ja, und das ist hier so... Die Ecke kennt ihr, das war im alten Büro immer im Hintergrund. Das war unser Savavir-Schrank. Der war früher im Schlafzimmer, dann im Badezimmer und jetzt ist er hier. Meine zwei Westring Buchstützen. Die Pflanze habe ich vorhin auch gekauft, weil sie angeblich luftreinigend ist. Und die brauche ich jetzt auch nicht so oft gießenmäßig und die Zimmertemperatur hält sie aus, 18 bis 23. Die Pflanze hingegen ist nur so ein bisschen verreckt, seitdem die hier ist. Ich muss mal gucken, woran es liegt. Ich glaube, ein bisschen zu trocken, müssen wir ein bisschen Wasser reintun. Und ja, mehr ist jetzt gerade noch im Büro nicht da, außer unser ehemaliger Esstisch, wo wir uns gedacht haben, hey, das ist ein super Meetingtisch oder Konferenztisch oder. Wir werden dann immer hier arbeiten. Gemeinsam ist auch gut für kurze Kommunikation. Da kommt noch ein riesen Packschrank hin. Wir werden wahrscheinlich einen von unserem Ankleidezimmer, weil ich habe ja ein Ankleidezimmer, was viele nicht wissen, kommt es dahin und wir überlegen es uns jetzt demnächst zum IKEA zu gehen. Das sind unsere ehemaligen Esszimmertische. Die Wohnung, wo wir umziehen, ist etwas kleiner. Deswegen haben wir gesagt, hey, die passen auch ins Büro rein. Der Boden ist wunderschön. Ich habe mich voll verliebt. Und jetzt gehe ich auch kurz die Lampe holen. Wir noch eine Lampe im Keller gefunden haben, von der ich nicht weiß, ob sie hier reinpasst, aber egal, die macht Licht. Die hatten wir uns damals auch im Baumarkt gekauft. Ich hole die jetzt ganz kurz vom Auto. Der Helfer und Mika sind im Spielplatz. Er war schon vorhin auf dem Spielplatz. Ich hatte gesagt, wir waren im Lagerraum. Da konnten wir leider nicht filmen. Aber da war schon ein Spielplatz und jetzt hat er es nicht mehr ausgehalten. Hat mir sogar seinen Papagei mitgegeben. Und zwar dieser Papagei. Ja. Auf jeden Fall hole ich jetzt mal den Rest und später dann. So. Oh. Wir sind gerade in der Stadt, machen gerade eine kleine Pause. Ich war gerade kurz beim DM und der Mika ist jetzt knapper rein. Ich zeige ihm, ich kann ihn nur nicht so zeigen, weil hier viele kleine Kinder sind. Wir chillen hier gerade am Spielplatz und werden jetzt gleich auch nach Hause fahren. Weil ehrlich gesagt habe ich so einen Mordshunger und ich weiß nicht, was wir essen, weil ich habe heute Mittag nur eine Kürbissuppe. Du willst gar nicht heim. Hey, du würdest am liebsten direkt hier bleiben. Ich will auch direkt in Stuttgart bleiben. Wir müssen noch ein bisschen warten. Stuttgart, toll. Stuttgart ist der Hammer. Ist auch meine Stadt. Aber wir müssen noch ein bisschen warten. Michael, mein Schatz, komm. Ja, lass ihn. Der ist in aller Ruhe. Ja. Ja. Also Leute, wir melden uns erst später, weil jetzt ist eigentlich Schlafenszeit und Abendessenzeit und Kinder werden ein bisschen anstrengend. Deshalb, hey, was sagst du? Wir sehen die Leute später. What?